Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Und ihr könnt es vielleicht gerade nicht sehen, aber ich bin heute mit dem Mountainbike unterwegs. Hab mir das Hardtail am Morgen geschnappt und mir gestern Abend spontan überlegt, ich habe mal wieder Bock, ein paar nette Trails zu fahren. Und ja, Komoot hat mir eine coole Strecke rausgesucht. 48,8 Kilometer. Das ist der Plan für heute. Es soll einige Trails dabei sein und wir sollen sogar auch einen Bikepark und einen Pumptrack dabei haben. Mal schauen, was kommt. Ja, die ersten Kilometer sind jetzt nicht so interessant, deswegen melde ich mich gleich wieder, wenn ich an der ersten interessanten Stelle angekommen bin. Bis gleich. So, in knapp 200 Metern soll eine kurze Abfahrt kommen. Bin jetzt in Viersen angekommen. Schnalle ich erstmal auf die Brust, weil ich könnte mir vorstellen, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Hoffen wir es zumindest. Ja, das ist für mich keine Abfahrt hier. Das ist hier eine Auffahrt. Und die sollen wir jetzt laufen. Ja. Ist halt jetzt so, ne? Wenn das die Abfahrt jetzt hier sein soll, dann ist er erstmal falsch rum von der Tourführung. Und zweitens ist hier keine Abfahrt. Ja, ich fahre jetzt, aber ist mir jetzt egal, hier ist eh kein Mensch. Also, auf geht's. Nein, ach, hier ist eine Auffahrt. Oh. Nee, nicht genug Schwung. Also, von der anderen Seite wäre das eine coole Abfahrt. Aber, wie gesagt, das Ganze läuft hier falsch rum. Guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ah! Wir fahren so rum. Kommt aufs Gleiche raus. So, jetzt hier rein. Jetzt sind wir im tiefsten Urwald. Schick hier. Das sind doch mal schöne Trails. Oh, ich schimmel wieder bergauf. Oh, das was wird. Ja, das packen wir. Yeah. So. Jetzt geht's hier weiter. So, jetzt muss ich aufpassen, weil hier ist jetzt der Knotenpunkt, an dem ich am Ende auch wieder zurückgeführt werde. Jetzt muss ich gucken, ob ich geradeaus oder rechts. Ich hätte vom Gefühl her rechts gesagt. Da. Läuft jetzt richtig. Hier seht ihr natürlich wunderschön die Landschaft. Da, ich drehe mich mal einmal, dehne mich mal, drehe mich wieder zurück. Sehr schön. Boah. Puh. Oh ja, sehr schön. Oh, da liegen noch mehr. Na super, egal. Egal. So. Jetzt ist die Frage. Wie da jetzt durch drauf. Ah, no risk, no fun. Ah, ich sehe schon die. Ah, nein, da ist die Bahn wieder dran. Oh. Ah, ja, nee, also das ist hier. Also. Ich habe hier keine Angst vor Spinnen oder sowas, aber so eine Zecke oder so brauche ich jetzt gerade auch nicht. Da vorne sind wir raus. Okay. Ja, das ist doch mal Abenteuer hier. Okay, da vorne wird es ganz schlimm. Da müssen wir jetzt durch. Auf geht's. Ja, 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 da.
Da war sie. Oh, da hat sie mich. Oh. Ah. Ja. Hier ist immer noch die Narbe vom Birgeler Urwald. Das ist kein Spaß. Das ist jetzt Wochen her und die geht ja nicht mehr weg. Das fängt auf jeden Fall uns zu gucken. Da haben mich einige erwischt. Weiter geht's. Es juckt. Ich sag euch, es juckt. Es juckt immer mehr. Auf jeden Fall scheint das jetzt hier rüber zu gehen. Das ist ein Fahrradweg. Und es geht wieder bergauf. Das habe ich meine jetzt ganz, ganz neue Kameraperspektive. Die ist auch cool. Ja, irgendwie ist das hier schon wieder jetzt. Ich bin schon wieder falsch gefahren. Ich hätte jetzt hier irgendwo reingemusst. Also, warte mal, wir können, glaube ich, da hoch. Die Frage ist, ich bin jetzt ja voll falsch, ich muss ja zurück. Ja, wir müssen jetzt gleich irgendwo rechts rein. Das habe ich gerade dann übersehen. Ich hätte das zwar gesehen, aber... Oh, nee! Ja, genau. Da sind wir wieder. Auf geht's. Oh, gelacht. Jetzt ist doch wieder kein Weg. Okay. Ja, das ist ein Weg. Tatsächlich. Aber der führt mich ja. Okay, der führt mich wieder auf die Straße. Total überflüssig. Ja gut. Wenn man nichts Geiles hier in der Gegend hat, dann fährt man halt mal so eine kleine Abfahrt hier runter. Das hat die Qualität meines Videos jetzt um 3 Sterne verbessert. Unglaublich. Nee. Wie überflüssig. Wahrscheinlich habe ich mir 18 Zecken jetzt geholt. Guten Kilometer haben wir jetzt. Ja, 900 Meter. Dann soll eine Mountainbike-Runde mit Trails kommen. Bin mal gespannt. So. Jetzt sind wir an dem besagten Single Trail angekommen. Keine Ahnung, was da jetzt genau kommt. Aber wir trinken erstmal. Ich habe heute mal eine große Flasche mitgenommen. Nicht die kleinen, weil ich durchaus ein oder andere Mal schon erlebt habe, dass mir die kleinen dann bei ruppigen Strecken aus der Halterung rausgefallen sind. Und heute gibt es auch keinen Blöpp, weil da ist keine Kohlensäure drin. So, hier kommt jetzt wieder auf meine Brust drauf und dann fahren wir mal eine Runde. Auf geht's! Moment. Oder da lang. Also ich fahre jetzt hier nicht wieder durch so ein Matsche-Ding. Auf geht's. Wir versuchen es. Yippie, ich freue mich schon. Ah, oh, ist herrlich. Herrlich. Ah. Okay, da vorne wird's. Ah, aua. Ah, okay, jetzt machen wir den Anfang. Und los geht's. Naja, super. Herrlich. Ah, okay. Ah, jetzt kommt's. Ah. Sehr gut. Okay, hier will er nicht runter. Jetzt sind wir auch gekommen. Aber wir halten uns an der Strecke. Sehr schön. Jawohl, genau so was wollen wir haben. Yeah. Geil. Jawohl. Ja, also die Strecke ist cool, definitiv. Aber ist mir dann noch ein bisschen zu viel gepiekse. Ja, hat Spaß gemacht. Die war gut. Oh.
Also wir fahren jetzt hier gerade durch das Waldstück direkt am an der 61 entlang. Also wir fahren jetzt über die 61 da drüber. Das ist doch auch mal was Cooles. So, das ist doch schön. Ja, hallo, gut. Hallo, ja, hallo. Ja. Wieso zeigt ihr mir alle den Mittelfinger? Was ist los? Was ist denn jetzt los? Jetzt soll ich hier hoch? Also es ist eine nette Strecke bis jetzt. So rein naturmäßig. So. Oh, was ist denn los heute? Es ist heute irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich werde hier heute Abend mit vielen Schmerzen auf der Couch liegen. Aufgrund meiner eigenen Dummheit. So, einmal für die Klicks, für die Likes. Hier haben wir den Hockeypark. Na? Auch immer wieder mit Veranstaltungen, man sieht die Bühne gerade. Und ja, ich erwarte hier ein Gefällt mir von allen Borussia Mönchengladbach-Fans. Bitteschön. Da habt das. Euren Borussia-Park. Und die Elf vom Niederrhein. So, es wird wieder trailig hier. Seite. So, jetzt soll gleich irgendwie wieder was fürs Mountainbike kommen. Ah, da müssen wir hin. Dann auf geht's! Ja, das ist doch gut. Genau so was wollen wir haben. Schön. Gar nicht mehr schön. Aua, aua, aua. Och, nee. Nee. Nee, ich fahr wieder weg. Weg da. Wir fahren hier lang. Ja, nächstes Single Trail. Sehr schön. Mich hier halten. So, jetzt überqueren wir dann tatsächlich doch noch mal die 61. Es ist also ein Hin und Her, aber wir sind jetzt gleich in Reit angekommen. Also in 600 Metern soll es, wie Komoot sagt, einen schicken Trail geben. Oh, wie schick der Trail ist. Der ist auf jeden Fall wieder sehr gut bewachsen. Aua, 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 aua. Ja, okay. Hier ist schick. Aua!
Also ich verlabere die ganze Zeit die Hände. So, A61 überqueren, ich glaube die vierte. Ah, nee. Sorry. Das war jetzt die A52. So. Jetzt sind wir tatsächlich am kleinen Bikepark angekommen. Wir toben uns jetzt auch mal ein bisschen aus. Ich komme auf jeden Fall nochmal, um weiter zu üben. Überquerung A61, die vierte. Oh, Ducken! Genau solche Wege wollen wir haben. Schöne Strecke. Sehr schöne Strecke. Sehr schön. Ach komm. Das hier hätte auch schon fast ein Pumptrack sein können. Also was hier passiert, wie oft ich hier Blätter ins Gesicht bekomme. Ich will gar nicht wissen, was ich hier alles mitnehme, was hier an mir rumkrabbelt, was ich gar nicht mitbekomme. Kopfball, Kopfball, Kopfball. So, jetzt bin ich hier definitiv von der Strecke abgekommen. Das ist nämlich kein Pumptrack, aber... Wo soll ich denn sonst hin? Gucken wir mal hier. Ah, da geht ein Weg entlang. Also ich will jetzt schon wissen, was es ist. Also, drehen wir. Das machen wir jetzt. Ich ja, leider im falschen Moment nicht aufgenommen. Ich habe mich jetzt hier einmal kurz fast lang gelegt. Aber... Nichts passiert. Ich suche hier den verdammten Weg. Ah, ich glaube, da geht's runter. Also, auf geht's. So, jetzt soll der Pumptrack kommen. Hier ist Pumptrack. Ich weiß nicht, wo hier Pumptrack sein soll. So, mein Handy verabschiedet sich jetzt gerade. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich die Tour beenden. Was Komoot angeht, bringt ja nichts. Schade, schade. Aber gut, ist jetzt so. Ich hatte
zwar die Powerbank dabei, aber wir werden nach Hause finden auf jeden Fall. So, jetzt geht's hier wieder hoch. Da komme ich doch jetzt genau, da bin ich doch gerade gewesen. Also das war doch jetzt totaler Blödsinn. Super, dafür hätte ich mich jetzt gerade fast auf die Fresse gelegt. So, ich glaube, ich fahre jetzt mal hier raus. Ich fahre jetzt mal hier raus. So. So, jetzt sagt Fahrradweg rechts, aber ich weiß nicht, ich traue dem nicht. Also ein bisschen Orientierung wäre gut. So, also, ich fahre jetzt mal ein Stück, versuche mich erstmal zu orientieren und dann gibt es gleich nochmal ein Update. Na, hier war ich doch vorhin. Also, gefühlt fahren wir jetzt nach links mal. So, wir sind in Viersen jetzt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ja, ich weiß, wo wir sind. Sehr gut. So Leute, ich habe euch mal wieder vorne befestigt, denn die Chaos-Tour findet nun ein Ende. Viele Schmerzen, ja, kleine Blessuren, also die Beine sehen schon sehr mitgenommen aus. Ein paar Kratzer, ein paar blutige Stellen, aber alles okay, hat Spaß gemacht. Ja, Akku leider von Komoot bzw. vom Handy leer und dadurch konnte ich mich von Komoot jetzt nicht mehr führen lassen, aber ich weiß genau, wo ich jetzt bin. Habe jetzt die paar Kilometer noch, bis ich wieder zu Hause bin und die werden definitiv nicht mehr spektakulär sein. Von daher, ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Hier gelangt ihr zu meinem zuletzt hochgeladenen Video und hier gibt es ein Video per Zufallsgenerator. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.